Als nächstes haben wir Andreas Kellerhals hier bei uns. Er ist Geschäftsführer vom Schweizerischen Bundesarchiv. Er war schon 2015 an der Open Data Konferenz, damals in Bern. Und wir freuen uns sehr, Sie heute wieder hier begrüßen zu dürfen. Sie gelten als Open Data Pionier. Herzlich willkommen, Andreas Kellerhals. Danke, danke für die Einladung. Ob ich mich als Pionier fühle, weiß ich nicht, fast eher als Veteran. Aber ich denke, es ist ein spannendes Projekt, an dem wir hier arbeiten. Und ich fühle mich so etwas wie in einer Fortsetzungsgeschichte, weil wir ja seit ein paar Jahren an dieser Konferenz immer wieder über das Fortschreiten des Projektes oder des Portals berichten dürfen. Das war das Bild vom letzten Jahr, die Brücke hat sich entwickelt. Das Symbolische daran ist jetzt nicht das große oder schwerfällige Bauprojekt, das wir hier vorantreiben wollen, sondern die Eröffnung neuer Kommunikationsmöglichkeiten und allenfalls die Eleganz der Lösung. Ich möchte als erstes etwas über das sagen, was wir erreicht haben, dann etwas über das, was man euphemistisch als Herausforderungen bezeichnen könnte oder vielleicht klarer auch als Probleme und Schwachstellen, um dann auf den Punkt, ähnlich wie bei der vorherigen Präsentation, der Nutzung einzugehen. Hier zuerst einmal anhand von Daten sozusagen einmal das, wo wir heute stehen. Wir haben gegenüber dem letzten Jahr einen Zuwachs von fast 90% an Daten, an publizierten Daten. Woran das genau liegt, weiß ich nicht, aber ich denke schon, dass es ein Fortschreiten des Bewusstseins ist, dass Publikation von Daten auch Sinn macht, dass das irgendwo etwas nützt. Vielleicht schmeicheln wir uns, hat es auch etwas damit zu tun, dass die Publikationsmechanismen etwas einfacher geworden sind, die Daten-Owner etwas besser unterstützt werden. Entsprechend ist auch die Datennutzung hat zugenommen. Im Juni können wir natürlich erst eine kleine Zahl sagen, das ist erst die Monatshälfte. Aber Sie sehen eigentlich, mit Ausnahme des Februars 2016, Eröffnung des neuen Portals, was einen unerreichten, bis jetzt unerreichten Zugriff geschaffen hat, ist immerhin kontinuierlich eine Verbesserung der Nutzung festzustellen. Wir sehen das auch bei den Anwendungen, die auf unserer Webseite angezeigt sind. Von 8 ist die Zahl auf 31 gesprungen. Das ist ein Zuwachs von fast 300%. Das klingt sehr imposant. Hat aber auch einige, wirft auch einige Fragen auf. Wir haben 31 Anwendungen, aber es werden nur 35 Datensätze genutzt. Das sind 1,6% der eigentlich verfügbaren Datensätze. Wenn ich das jetzt so etwas im Vergleich sehe mit den umliegenden Ländern, aber auch mit den USA oder England, dann sind wir erstaunlicherweise fast etwas wie im Mittelfeld, weil man könnte fast sagen, dort, wo sehr viele Daten produziert oder veröffentlicht werden in den USA und in England, ist dann die Anzahl der Nutzungen doch relativ bescheiden. Währenddem zum Beispiel in Österreich ich eine sehr hohe Benutzungs- oder Nutzungsintensität feststelle, wenn ich die Zahlen der Webseite richtig interpretiert habe. Zwei Datensätze nutzen, werden viermal genutzt und nur zwei Apps verknüpfen fünf Datensätze. Auf der französischen Webseite, die einen guten Überblick gibt, über die Daten, gibt es sogar da Anwendungen, die bis zu 28 Datensätze verknüpfen. Ich denke, da wirft einfach vor allem einmal Fragen auf. Ich habe keine Erklärungen dazu, ich kann es auch nicht genau interpretieren, aber ich denke, es ist ein interessantes Muster, wie Daten zumindest in Form von Anwendungen genutzt werden. Wobei natürlich auch nicht zu verkennen ist, dass zwei Datensätze nutzen, vielleicht heißt einen Datensatz nutzen, der sehr viele und breit gefächerte Informationen einschließt, was ja dann dieses Zahlenbild etwas relativiert.
Die Anbieter haben sich auch vermehrt, etwas bescheidener, aber immerhin. Wir haben immer noch die Eidgenossenschaft, die mit einem rund Drittel der Daten auf dem Portal präsent ist. Dann haben wir 4 Kantone, 2 größere Städte und eben die SBB, von der wir natürlich hoffen, dass da dann auch noch mehr auch auf dieser Plattform vermittelt werden kann oder zugänglich gemacht werden kann. Ich denke, da gibt es noch Ausbaupotenzial. Mit den Kantonen sind wir ja auch im Gespräch, ebenso wie mit Städten oder größeren Gemeinden. Und wir sind in der Strategie des Bundesrats vorgesehen, ist dieses Jahr auch eine zweite Inventarisierung gemacht, was für Datensätze gäbe es denn eigentlich überhaupt bei der Bundesverwaltung. Da können wir sagen, wir haben ungefähr 66% neue Datensätze ermitteln können, kommen rund auf 1500, was eigentlich auch das in meinen Augen eine relativ bescheidene Zahl ist, an die ich nicht genau glauben kann, aber auch die ist schwer interpretierbar, weil wir haben 10 Datensätze, die eigentlich das Gleiche beschreiben, aber in 10 Jahresausgaben, und wir haben daneben Informationen, die heißen ein Datensatz, Rechtsinformationssystem, und dahinter versteckt sich dann natürlich eine ganze Reihe von eigentlichen Datensammlungen. Also auch da haben wir noch etwas analytisches Potenzial, das wir ausschöpfen sollten, um größere Klarheit zu gewinnen. Jetzt der Teil der Werkstatt. Wir arbeiten an einer Zusammenarbeitsvereinbarung, weil wir ja ab 2019, wenn das Projekt oder der Betrieb nach der ersten Strategieperiode des Bundesrates ausläuft, dann eine neue Basis brauchen, eine Zusammenarbeitsvereinbarung, die Rollen und Verantwortlichkeiten der verschiedenen Beteiligten, Datenlieferanten, Portalbetreiber klären soll. Wir sind daran, auf diesem Zeitpunkt auch die weitere Finanzierung zu klären. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir hier auch Klarheit bekommen. Das gehört dann auch Teil der Zusammenarbeitsvereinbarung, weil sich ja die Datenlieferanten unter Umständen auch zu gewissen Kostenbeteiligungen verpflichten müssen. Die Strategie läuft 2018 aus. Was wird nachher sein? Das Fragezeichen bezieht sich nicht auf 19. Es muss etwas geschehen, sondern die Frage ist Strategie. Wir haben vorher schon gehört, es gibt auch eine Datenpolitik. Das ist auch eine Strategie. Und in diesem Feld multipler politischer Strategien ist es so etwas die Frage, wie man sich ab 2019 positioniert. Neue Open Government Data Strategie für sich, 19 bis 22 zum Beispiel, wieder 4 Jahre, oder ob man im Rahmen der Datenpolitik auch eine andere stabile Grundlage, politische Grundlage für das Weiterführen dieses Projektes findet, dieses Vorhabens findet. Ich denke, unser Wille ist klar, wir wollen eine stabile Grundlage, weil wir an diese Politik glauben. Welche aber müssen wir dann in Absprache auch mit der Politik noch klären. Eher etwas zum Banalen gehört, wir werden das Angebot einfach fortlaufend erweitern und wir werden versuchen, jetzt auch etwas den Akzent auf die Stärkung der Nutzung zu legen. Open Government Data, das ist nicht einfach Fertigmahlzeiten, die man nur aufwärmen muss und dann ist es schon genussbereit. Es ist nicht einmal ein Bausatz, den ich mit einiger Geschicklichkeit und mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit korrekt zu Hause zusammensetzen kann, um dann meine Wohnung zu navigieren. Es ist einfach Rohstoff. Und das setzt natürlich gewisse Herausforderungen, gerade an die Nutzung. Es ist nicht eigentlich etwas, das man für alle so hinstellen kann. Es braucht irgendwo Vermittlung, es braucht gewisse Fähigkeiten, um diese Daten nutzen zu können, was ja auch ein Teil möglicherweise der Unternutzung ist, wenn man das so sieht. Werkstatt Nutzung, ich denke, die Nutzung ist eben noch etwas eine Schwachstelle. Wenn wir die 31 Anwendungen anschauen, könnte man 2 als Entscheidungshilfen anschauen. Das ist die Prämienrechner für die Krankenkassen. Das ist natürlich ganz etwas Praktisches. Der Wohnungsrechner müsste man einfach prüfen, was der genau rechnet, wenn der mir einen Vorschlag für die optimale Wohnlage macht und ob das auch meine Präferenzen sind, aber immerhin. 9 geben mir genau praktische Orientierungshilfen vom WC finden, Parkieren, Veloverleih und anderes. Und 20 sind
würde ich mal sagen, einfache Informationsanwendungen, die mir halt sagen, wie warm ist das Badewasser, wann muss ich den Kehricht draufstellen, wo finde ich historische, interessante Stellen in Zürich. Ich möchte das gar nicht werten, es sind nicht die einen besser als die anderen, es sind einfach, ist der Versuch einer Typologie. Die meisten sind portabel, einige sind standortsensitiv, nicht ganz alle sind immer wirklich aktuell. Leider gibt es auch die, die irgendwo zu einem Zeitpunkt aufhören, neue Daten zu integrieren. Vielleicht auch, weil die neuen Daten ja gar nicht vorliegen. Ich habe mir erlaubt, aus einer Folie, die ich an der Universität Bern gefunden habe, Folgendes herauszukopieren. Es werden nur wenige Datensätze verwendet. Apps mit wenig öffentlichem Nutzen. Die Entwickler kennen die Themen der öffentlichen Verwaltung zu wenig und wissen folglich nicht so recht, was machen. Sie werden nicht weiterentwickelt und es gibt kaum eine Annahme durch die Behörden, so wie auch die Verwaltung wenig Anreize zu Open Data hat. Kann man so sagen? Wenig öffentlichen Nutzen, das wäre natürlich fatal. Die Open Data-Bewegung ist gestartet mit dem großen Versprechen, das hilft der Verwaltung, das schafft volkswirtschaftlichen Nutzen und wenn das jetzt natürlich wenig öffentlichen Nutzen schafft, wäre das etwas ein Widerspruch. Und ich denke, gerade in der politischen Diskussion ist es natürlich eine Frage, wenn ich Werbung mache, um mehr Daten zu publizieren und sage, aber es bringt dann nichts, weil es schafft keinen Nutzen, dann ist auch nicht so klar, wo der Anreiz liegen sollte, diese Daten zu publizieren. Es gibt aber auch die zwei Punkte, die die Verwaltung oder Behörden selber etwas in die Pflicht nehmen. Also was wollen wir eigentlich selber damit erreichen und was könnten wir tun, um diese Nutzung zu fördern? Bei der Problemlösung, ich bin immer noch bei diesen Folien der Universität Bern, die ich da abgetopfert habe, wir sollen als Behörde nicht nur die Daten freigeben, sondern auch noch sagen, welches Problem man damit lösen kann. Das ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, etwas interpretationsbedürftig. Das kann man positiv verstehen, weil man sagen muss, das ist wie an den Hackdaten, hier haben Sie diesen Datensatz, das kann man damit machen. Das ist eine Erklärung, die hilfreich sein kann, die anregend sein kann. Es kann natürlich auch heißen, eigentlich weiß ich nicht, was machen, aber wenn man mir sagt, was ich machen soll, dann mache ich das dann schon gerne. Das wäre die etwas negativere Variante. Und ich denke, hier müssen wir gut aufpassen, weil ich kann mir vorstellen, wenn man Daten zur Verfügung stellt und sagt, wir haben auch ein Problem und aufmerksame Bürgerinnen und Bürger finden, die daraus etwas machen, gibt es für die Verwaltung ein hochinteressantes Feedback. Das, denke ich, das ist das eine. Aber wo die Grenze zwischen offener Verwaltung, zwischen kollaborativen Modellen und einer Uberisierung der Problemlösung stattfindet, das scheint mir, müsste man dann noch klären, weil das hat auch einen sozialpolitischen Aspekt, wie Verwaltung ihre Aufgaben lösen möchte. Hier gibt es also noch einiges an Nachdenkbedarf, würde ich meinen, aber ich bin mir überzeugt, dass wir hier weiterkommen werden. Wir möchten auf alle Fälle aus unserer Sicht hier etwas einen Akzent drauflegen im kommenden Jahr. Warum werden nun die Daten nicht so genutzt? Da gibt es natürlich viele mögliche Erklärungen, die Huhn- und Ei-Problematik. Man muss ja schon einmal die Zahlen etwas relativieren. Wir haben jetzt vor allem von den Anwendungen gesprochen. Es gibt Nutzungsmöglichkeiten und Nutzungswirklichkeiten, die ich nicht erfassen kann. Einerseits haben wir Datenjournalismus. Der ist inzwischen fast überall. Und ich denke, der Datenjournalismus ist eine sehr interessante Nutzung von Daten. Die Frage ist einfach etwas, wie finde ich raus, wie viele Open Government Data werden zum Beispiel genutzt für diesen Datenjournalismus. Ich habe keine entsprechenden Statistiken gefunden, das scheint mir etwas schwierig zu sein. Und das andere ist, was lernt die Verwaltung selbst über Open Government Data? Wie verändert sich Ihr Verhalten, Ihre Problemlösungsstrategien? Mit offenen Daten von Verwaltungen aus Wissenschaft kann ich natürlich als Verwaltung auch etwas explorativ Lösungen suchen, mich anleiten lassen.
kann auch einmal einen Fehler machen, ohne in einem großen Projekt Geld versenkt zu haben. Ich denke, hier gibt es eben dann auch einen verwaltungsinternen Nutzen, der sich schwer erfassen und schon noch kaum quantifizieren lässt. Warum? Dass es nicht mehr genutzt wird, ist der Klassiker natürlich, es sind die falschen Daten, es sind nicht genügend Daten, es sind nicht ausreichend gut beschriebene Daten, es ist alles möglich, dann kommt in der Schweiz immer wieder, ja, die Nutzungsbedingungen sind zu wenig klar, wir haben nicht Creative Commons, wir haben halt unsere eigenen, den schweizerischen Sonderfall in der Rechtslösung, aber er ist so eng an Creative Commons angelehnt, dass ich denke, das sollte eigentlich nicht wirklich ein Hinderungsgrund sein. Ich hoffe also, dass wir hier einen Schritt weiterkommen und möchte jetzt noch zum Abschluss die Perspektive aufzeigen. Wir haben Open Government Data, das ist einerseits Open Government, das lassen wir jetzt mal etwas auf der Seite. Wir haben aber Open Data und Linked Open Data. Und wir haben ja auch seit Beginn dieses Jahres die Lindas-Plattform Linked Data Services vom SECO übernommen, werden das jetzt ausbauen, werden das mit Open Government Data enger verbinden. Da können Sie dann im Triple Store Ihre Daten abfragen. Und wir haben doch schon 17 Datensätze, die demnächst Ende dieser Woche publiziert und zugänglich sein werden. Auch da ist mir klar, das sind nicht die Hauptdaten, das sind nicht Verkehrsdaten, die Sie bei uns abholen können. Aber trotzdem, es ist einfach ein Anfang, um zu zeigen, in welche Richtung es gehen soll. Und das würde dann etwa heißen, wir haben uns überlegt, wenn Sie die Schulwebseite von Luzern nehmen, könnten Sie eben Linked Data von dem, was vorhanden ist, die Stadtfragekette, hier nicht nur die Schulliste von heute, auch die Schulliste des Ende des 18. Jahrhunderts aufzeigen. Ob das interessant ist, weiß ich nicht. Es ist nicht gerade sensationell, aber es wäre eine Möglichkeit. Wir haben darauf verzichtet, eine Fake-Seite zu machen, wo das geht, weil Luzern damals die Stadtfragekette nicht beantwortet hat. Also wenn die Daten nicht da sind, können wir dann natürlich leider auch nichts machen. So, ich bin am Ende. Es ist kein Grund, um sich auszuruhen, das ist mir klar, aber wir werden gerne weiter daran arbeiten. Es ist bei allen Problemen, denke ich, keine existenzielle Infragestellung des Projekts, aber wir sind jetzt so an einem wichtigen Punkt, wenn wir das nächste Jahr die Strategie ab 19 definieren, dass wir hier auch gute Resultate vorweisen können, die auch überzeugend wirken für Verwaltung und Politik, die ja dann letztlich entscheiden. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Gerhardt. Das war wieder ein schönes Update von den Ereignissen auf dem Portal. Zwei Fragen an Sie, bevor Sie gehen. Die erste Frage ist, die Idee ist fantastisch, dass die Behörden Probleme mitliefern, die Bürger, Journalisten, Entwickler angehen könnten. Ist es nicht etwas naiv zu glauben, dass Behörden sowas machen? Haben Sie da Beispiele von Behörden, die das bereitwillig tun wollen? Beispiele habe ich keine, nein. Ich denke, es ist eine Frage aus dem universitären Bereich, wo angeregt wird, das zu tun. Ob die Behörden das machen würden, ich denke, man darf die Behörden ja auch nicht unterschätzen, sie bewegen sich auch langsam, vielleicht zu langsam, wenn man es von außen sieht, so dass es fast wie Stillstand aussieht, aber es ist nicht ganz so. Das ist gut zu wissen. Ich würde da schon etwas Vertrauen darauf haben, dass das möglich sein wird. Und eine zweite Frage oder eine Anregung, wäre es allenfalls denkbar, dass dieses Repository auch von Bürgern genutzt werden könnten für ihre Datensätze? Oder ist das außer Frage? Also bis jetzt ist unser Auftrag Behördendaten, ja. Das heißt alle föderalen Levels. Wir haben mit eben der SBB auch staatsnahe Betriebe, wenn man das so will. Ich denke, es ist ja eine Frage der Übersichtlichkeit über diese Datenwelt. Und von dem her befürworte ich natürlich wenige umfassende Zugangspunkte. Das müsste diskutiert werden. Politisch ist es nicht vorgesehen, aber ich denke, dass man hier das auch
öffnen würde für einen breiteren Kreis von Daten-Ownern, wäre wichtig. Bei einzelnen Personen, denke ich, ist es dann einfach eine Frage der Relevanz und der Repräsentativität von Datensätzen. Also so meine Daten, meine Fotografien hier zur Verfügung zu stellen und zu verlinken, wäre dann vielleicht doch nicht genügend öffentliches Interesse. Das wer weiß, vielleicht. Wer weiß, genau. Vielen Dank.